So, heute ist Samstag. Wir haben heute den 22. Juli 2023 und heute vor 7 Jahren am Spätnachmittag ist da in München das Olympia-Einkaufszentrum dieser Amoklauf passiert. Die Hanauer Straße ist an dem Teil, wo das Olympia-Einkaufszentrum ist, gesperrt und da ist bereits der Aufbau für den Prominenz Dieter Reiter von der SPD, der Oberbürgermeister von München. Und da schauen wir jetzt einmal ein bisschen rum. Busse dürfen sowieso nicht durchfahren, Autos dürfen auch nicht durchfahren. Und es geht hinten auf der anderen Seite vom Olympia-Einkaufszentrum in der Riesstraße rum und kommt dann da vorne wieder raus und geht wieder die Hanauer Straße weiter. Ich gehe jetzt dann zur U-Bahn runter. Und da mache ich jetzt nur, ich muss jetzt da die Leute nicht unbedingt stören, weil, da ist die Gedenktafel von denen, die wo damals ums Leben gekommen sind. Und ja, da habe ich heute auch indirekt dabei sein wollen. So, und ich sitze jetzt da unten in der U-Bahnhaltestelle am Olympia-Einkaufszentrum, weil ich ja gerade von oben her kommen tue, wo ich gerade angekündigt habe, dass er heute siebenjährige Jahres- oder das siebte Jahr. Hey, hallo, das geht Sie gar nichts an. Frechheit. Und da kommt jetzt gerade so eine Frau, wo sich da wichtig machen will. Und jetzt kommt die U-Bahn wieder rein. Und das wird jetzt dann die sein, die wo jetzt dann zu mir herkommt, weil die muss da hinten umkehren und dann fährt sie wieder vorwärts daher. Also, ich fahre jetzt dann mit der U1 zum Rotkreuzplatz und dann schaue ich, dass ich weiterkomme durch bis zum Nymphenburg, bis zum Schloss Nymphenburg, zum Kanal Nymphenburg und dann muss ich mal schauen, wie das jetzt am dümmsten mit welchem Bus bis zur Wörthestraße, bis zur Autobahn A8 nach Stuttgart, weil Obermenzing kurz vor der Autobahn linker Hand oder rechter Hand, wenn man dann wieder stadteinwärts geht, komme ich ans Blutenburg oder an die Blutenburg, an die Würm. Die kommt von Starnberg her, vom Würmtal. Und da machen wir dann wieder weiter. Aber das kommt dann in das Video mit rein. Dann hoffe ich, dass ich nicht nochmal so, so eine Wichtigmacherin da aufs Video drauf bekomme. Und falls ich sie rausschneiden kann, versuche ich es natürlich rauszuschneiden. So, die Linie 12 hat jetzt hier am Romanplatz Halt. Wir sind von der Nymphenburgstraße aus in die Romanstraße reingefahren. Heißt im Klartext, wir kommen von da hinten. Wo will ich jetzt hin? Hier entlang über die Menzinger Straße zur Wörthestraße und dann zur Blutenburg raus. Muss ich mal schauen, welcher Bus das da jetzt rausfährt. Und da vorne, wie gesagt, ich will heute die Blutenburg, den Botanischen Garten und das Nymphenburg kurz in den Bericht mit reinbringen. Also, ich befinde mich jetzt wieder am Romanplatz, wo gegenüber das Barmherzige Brüder des Krankenhauses. Okay, bis nachher, ich melde mich zurück. Jetzt fährt gerade die Trambahn wieder weiter. Mit der, wo ich kommen bin, zum Scheidplatz. Das heißt also, die fahren jetzt zurück über die Münchner Freiheit zum Scheidplatz. Gut, da drüben ist die Haltestelle von Buslinie 51. Ich komme ja von da. So, und jetzt fahre ich da die Linie 17 zur Amalienburgstraße raus und die kommt in 3 Minuten. Und dann schauen wir, wie wir da weiter rauskommen, weil es ist dann doch noch ein ganz schön Stück. Also ich will jetzt aber sagen, 3 bis 5 Kilometer bis zur Autobahn. Und ja, ich weiß jetzt heute auch nicht, wie viele Schritte das ich heute zusammen machen tue, aber ja, ich bin jetzt gerade ganz froh, dass ich die Woche ein bisschen die Bremse reingehauen habe. Letzte Woche habe ich
dreimal meinen Rekord gebrochen und bin bei 22.000, 23.000 Schritte gewesen. 16, 17 Kilometer, 18 Kilometer, wo ich letzte Woche dreimal gemacht habe. Und das muss nicht jede Woche sein. Und wie gesagt, da bin ich jetzt Maria-Wartstraße, Haltestelle Richtung Werdi-Straße. Und wir kommen da auch dann linker Hand am Botanischen Garten vorbei. Und links ist dann auch wieder ganz außen die Blutenburg und die Würm. So, das ist jetzt von der Linie 17 die Endstation, die Amalienburgstraße. Und von hier sind wir gekommen. Wir sind jetzt in Nymphenburg und wir gehen weiter nach Obermenzing. Und das heißt also, von da aus geht es jetzt nach Westen. Und zwar, ja, sage ich jetzt mal so 3, 4, 5 Kilometer. Und schauen wir mal, was wir an Bus kriegen, denn wir müssen dann wahrscheinlich das ganze Stück zurücklaufen, weil ich will ja auch ein paar Aufnahmen machen. So. So. Hier ist die Menzinger Straße, wo der 162er Bus gerade herkommt und die Radlerin. Von da bin ich auch gekommen. Hier ist die Schragenhofstraße, die geht dahinter. Und wir kommen dann in Mosach wieder raus. Und hier geht es jetzt über die Menzinger Straße weiter nach Obermenzing. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gesagt, 3 Kilometer, 4 Kilometer. Können auch 5 sein, weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall, die Menzinger Straße ist die Verlängerung, dann die Werdi-Straße. So, hier kann man sehen, Bahnhof Obermenzing. Oben fährt dann auch die S-Bahn und die Buslinien 143, 158, 162 und 180. Wir sind jetzt bereits in Obermenzing und wir sind auch bereits in der Werdi-Straße. Von hier bin ich gekommen und nach hier gehen wir weiter. Und ja, bis nachher. So, also, hier sind wir entlang der Werdi-Straße, also die Menzinger, die Amalienburg und die Werdi-Straße rausgelaufen. Rechts hier ist die Pippinger Straße und ja, die kommen wir dann wieder nach Allach hintere. Und wenn wir nach Allach kommen, dann kommen wir auch wieder nach Mosach. Aber da kommt erst noch die Van Kahr-Straße und dann ja, sind wir wieder in der Mann, das ist ja eine Katastrophe. Aber jedenfalls, da kommen wir wieder nach Allach rüber, da kommen wir nach Mosach und auch in die Fasanerie hinten raus da. Und wie gesagt, wir gehen jetzt da rüber auf die andere Seite und da kommen wir dann auch wieder zurück nach Pasing. Aber wir werden ja mit dem Bus und da hinten, 50 Meter oder was das ist, kommen wir in die Bertha von Sutterstraße rein. Und da kommen wir dann wieder, ja, über einen Umweg von hier aus jetzt nach Pasing. Weil ich gehe jetzt dann da wieder zurück. Und da drinnen, ich muss mal schauen, ob ich reinkomme, dass ich da zu einer Blutenburg komme. Und da vorne, da gehen wir dann auch zur Würm vorbei, weil die geht links und geht rechts. Also die Würm kommt ja von Starnberg her, vom Starnberger See. Und früher hat ja auch der Starnberger See Würmsee geheißen. Und jetzt kommt gerade der 160er Bus, der fährt vom Karlsfeld via Allach Bahnhof. Also was ich gerade gesagt habe, der fährt jetzt da die Pippinger Landstraße rein. Und das kann man jetzt auch gleich sehen. Somit hätte also auch sehen, das ist alles live. Auch das Gespräch, wo vorhin in der U-Bahn Olympiazentrum unten war, wo die eine Frau da vorbeikommen ist und hat gemeint, ja, telefonieren. Sag ich, was gehen Sie das da an? Also, ich gehe jetzt da rüber. Und dann schaue ich, ob ich reinkommen kann, dass ich da in die Blutenburg reinkomme, dass wir das jetzt auch mal fotografieren und sehen kann. Jetzt fix nochmal. So,
Also, hier links war die Straße, Beginn der Autobahn nach Stuttgart. Das ist die Piepinger Straße. Wenn man jetzt Richtung stadteinwärts fährt, rechts, und wenn man stadtauswärts fährt, links. Piepinger Straße 95. Und wie gesagt, da ist die Blutenburg-Bushaltestelle. Und bei der Ampel kommt dann die Bertha von Sutterstraße da rechts. Und wie gesagt, ich habe es vorhin bereits gesagt, da kommen wir dann rüber nach Pasing. Aber jetzt schaue ich, dass ich da vorne, wo die Radlfahrer sind, reingehen kann und schaue, dass ich da zu der Blutenburg reingehen kann. Das kann ich jetzt aber noch nicht versprechen, weil ich nicht weiß, ob man da so ohne weiteres rein kann oder ob man da Eintritt zahlen muss, denn die Blutenburg gehört ja auch zu den Wittelsbacher und ist vielleicht für privat nicht zugänglich oder nur mit Genehmigung. So, die Piepinger Straße haben wir ja gerade gesehen. Da drüben kann man dann die Bertha von Sutter Straße sehen. Und da geht es in den Vigelius Hundweg. Und da geht es zum Biergarten von der Blutenburg. Und jetzt schaue ich mal, ob ich da reingehen kann. So, das ist jetzt die Wurm. Habe ich auch jetzt bereits heute schon ein paar Mal angesprochen. Und die Wurm kommt bis von Starnberg runter und geht dann über bis nach Unter- und Oberschleißheim. Und da, ich habe es ja gestern bereits angesprochen, ist dann in Unter- bzw. Oberschleißheim auch das Schloss, wo dann zu dem Nymphenburger Schloss, zum Nymphenburger Schloss mit dazugehört, wo ja dann da drinnen ist. Und das kann man ja dann wieder sehen. Und ja, jetzt schaue ich mal, ob ich rein kann. Ich hoffe schon. So, und da kann man es jetzt sehen, Verein der Freunde des Schloss Blutenburg e.V. Wir sind also bereits da. Was die Besuchergruppe zu tun hat, kann ich nicht sagen, sind Besucher, sind Gäste. Aber da, ich schaue jetzt mal das Stück weiter. Ich will jetzt aber heute wieder rausgehen und dann schaue ich mal, wo ich da jetzt am dümmsten das machen kann. So, also, von da bin ich gekommen. Und der Vigelius-Hundweg heißt so. So, da drinnen ist heute eine Hochzeit. Ich bin da jetzt wieder rausgegangen und befinde mich auf dem Steg vom Seldweg. Das dürfte der Weiher sein und da geht's rein. Und die Hochzeitsgesellschaft will ich da jetzt nicht stören. Ich gehe jetzt also da wieder zurück und gehe dann wieder zur Verdi-Straße. So, also von da komme ich. Der Bus, der fährt jetzt wieder zu mir in meine Richtung. Das ist der Linie 160er. Und die 160er fährt jetzt in die Eich, der Maria-Eich-Straße da. Da sind wir wieder bei der Wurm. Da vorne die Brücke dürfte auch nochmal sein. Und wir waren ja gerade da im Blutenburg Garten in der Anlage drinnen, aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht stören, heute die Hochzeit oder Hochzeitsgesellschaft und ja, jetzt gehen wir da wieder zurück, die Verdi-Straße stadteinwärts und ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt dann mal schauen, was ich da heute schon an Schritte bis hierher gegangen bin. Also jetzt sieht man dahinter, das ist ein Radlweg. Und da hinten der Park oder die Parkanlage gehört da zum Blutenburg und da waren wir ja gerade drin und wir haben es ja gerade gesehen. Verdi-Straße, die Acip-Tankstelle und da geht es wieder rauf, das ist auch wieder der Radl- und Fußweg da. So. Und da kann man es auch nochmal ganz deutlich sehen. Schloss Blutenburg. Und da kann man zu Fuß hinten marschieren, das ist also der Weg, wo wir da rauskommen sind. So, jetzt machen wir da auch nochmal schnell ein Foto. Nochmal, von vorne, Schloss Blutenburg kann man da jetzt ganz deutlich sehen, da an dem Schild, da sind wir gerade gekommen, der Fußweg geht da rum. So, von daher Autobahn Stuttgart und da gehen wir wieder hin. Das ist sehr gut.
da ist die Wöhlerstraße Haltestelle für den Bus 143. Der fährt zum Olympia-Einkaufszentrum. Der 160er fährt zur Maria-Eich-Straße. Und genauso gut zum Waldfriedhof. Und die N78 fährt in die Blumenau. Andersrum gesagt, wenn wir die Piepinger Straße und die Bertha von Suttner raufgehen, dann kommen wir auch in die Blumenau über Pasing, Maria-Graf-Straße und dann so weiter. Aber das ist heute nicht das Thema. Heute ist jetzt das Thema Wertestraße Obermenzing bis zum Rotkreuzplatz. So, hier ist die Meyerbeerstraße. Geht rechts von der Wertestraße weg. Und die Meyerbeerstraße geht dann rauf nach Pasing. Aber oberhalb von der Meyerbeerstraße ist die Verlängerung, die Offenbachstraße. Und ja, die Offenbachstraße geht dann in die Landsberger Straße rein. Und somit kommen wir dann auch wieder zum Pasinger Bahnhof. Aber wie gesagt, das ist auch wieder ein Stück rauf und ist heute nicht an die Reihe. Kommt dann beim nächsten Mal. So, also. Hier bin ich jetzt bei Verdi Straße 1 und das kann man hier auch sehen. Obermenzing ist hier beendet und wir kommen nach Nymphenburg jetzt. Und da ist es dann die Amalienburgstraße bei der Ampel. Und wie ich es vorher gesagt habe, die Verlängerung von der Menzinger, was dann von der Seite nach zur Autobahn her, rechts ist und jetzt von links aus, da kommen wir dann über die Straße wieder nach, ja, sage mal, nach halt nach Moser. Nur die Gesackra Zement da mal. Und das ist jetzt momentan vorläufig Schluss, also ich melde mich dann da wieder. Maria-Wart-Straße und dann gut, okay, ist rechter Hand und ist dann auch der Italiener da vorne. Und ich melde mich dann ein bisschen später wieder. Manchmal ist es eine Katastrophe, glaubst du das? Manchmal ist es eine Katastrophe. Gut, also die Wörthi-Straße, die Amalienstraße und die Pagodenburgstraße, wo so reingeht. Links jetzt, oder wenn man von her, von Stadt auswärts von der Autobahn kommt, rechts. Und ich bin hier an der Schlossmauer. Und ja, wir befinden uns jetzt auch bereits wieder in Nymphenburg. Hier ist die Wertestraße da mit dem Bio-Frischmarkt da oder mit dem Bio-Supermarkt. Von der Seite sind wir auch gekommen, wo der Bio-Supermarkt da drüben ist. Rauswärts bis zur Autobahn, zur A8 nach Stuttgart. Und jetzt gehen wir wieder stadteinwärts. Und was jetzt auch ganz wichtig ist, vorhin wollte ich sagen, der Winterichring ist dann links und vorhin war er rechts. Jetzt ist er links und der geht dann auch wieder nach Moser rüber. Und da fährt auch die Buslinie 160 und 142, wo darüber fahren wird. So. Also. Ich melde mich dann wieder und dann schauen wir heute auch, dass wir den Ding machen können. Zumindest mal fragen, was das kostet, wenn man sich da im Botanischen Garten aufhält, weil wir haben ja gesehen, Blutenburg, die Hochzeit und das Ding wollte jetzt nicht stören da. Aber auf der einen Seite, wenn wir jetzt da durchgehen, das ist eine riesen Parkanlage und die geht mehr oder weniger fast durchgehend bis hinter zur Blutenburg. Das ist aber privat und ja, wo man da überall gehen darf, weiß ich jetzt nicht. So, ich bin jetzt gerade den Fußweg da durchgelaufen, weil der geht entlang der Wertestraße rein. Ach Quatsch, Amalienburgstraße, Menzinger Straße. Und wie gesagt, das da drinnen, das gehört ja jetzt alles schon ein bisschen zum Botanischen Garten, zum Blutenburg und zur Nymphenburg-Anlage. Aber da ist das Café Palmenhaus und das Palmenhaus ist in der im Botanischen Garten und das werden wir uns anschauen bei nächster Gelegenheit. Ich denke mal, da kommen heuer schon noch ein paar Tage, wo das Wetter nicht so ganz
gut ist, aber auch nicht ganz schlecht ist. Und dann werden wir uns den Botanischen Garten und das Palmenhaus da anschauen. Das ist nämlich wunderschön. So, und da ist jetzt wieder die Trambahnlinie. Mit der bin ich hergefahren von Nymphenburg aus. Und zwar bitte mit dem Bus bis zur Maria, bis zur Winterichring. Und vom Winterichring bin ich umgestiegen in die Linie 17, wo jetzt da auch wieder steht, bis hierher gefahren. Und dann die Schragenhofstraße rauswärts gelaufen. Das kann man ja jetzt alles nachvollziehen. Und wie gesagt, ihr habt es gesehen. Und wenn ich jetzt da rumgehe, ja, ich befinde mich bereits außen an der Menzinger, an der Amalienstraße, Botanischen Garten. Da geht es jetzt da lang weiter. Und ich denke, da kann man auch schon reingehen. Da ist dann auch Zufahrt. Pappenburger Straße steht hier, muss mal gucken, was da genau steht. Also, da habe ich euch ja richtig bereits gesagt, die Öffnungszeiten stehen auch da dort. Und zwar von 6 Uhr bis 17.30 Uhr, Januar, März, November, Dezember, April und Oktober von 6 bis 19.30 Uhr und Mai bis September von 6 bis 21 Uhr. In Englisch steht es dort, und Zeckengefahr, Zufahrt zum Pagodenburg, Feuerwehrzufahrt. Und wie kann man es auch sehen, Schlosspark Nymphenburg, Hartmannstor nennt sich das ganze Ding da. Und die Beschreibung steht jetzt auch mit dort, das lese ich jetzt aber nicht alles, was da droben steht dort. Aber wir machen da extra mal eine separate Rundfahrt und dann gehen wir da schon richtig rein. Also die 17er fährt jetzt gerade stadteinwärts. Und ich gehe jetzt auch wieder stadteinwärts und am Haupteingang vorne, da schaue ich mal nach aktuellen Informationen, was ich da machen kann. So, jetzt mache ich da nur ein paar Fotos. So, also wir sind jetzt da reingelaufen und gehen da stadteinwärts. Jetzt machen wir mal so die Kehrtwende, wo wir jetzt herkommen sind. Und mir kann da das alles sehen. Ich habe auch Fotos gemacht entlang der Menzinger Straße und dann Menzinger Straße. Glaubst du das? Manchmal ist man schon blöd. Aber wir sind hier jetzt am Botanischen Garten. So, und das ist jetzt hier der Haupteingang, weil, wie gesagt, wir sind von da gekommen und ja, das ist also ein ganz schön langes Stück und da muss ich jetzt mal schauen, was da droben steht und wann man rein kann und was da alles so nur dort steht. Da, das ist jetzt vorne, da kann man also schön rein und das anschauen. Ja, was ist jetzt wieder los? Also, Menzinger Straße 67, Postkarten steht hier an dem Ding und da kein Eingang zum Botanischen Garten, Eingang 50 Meter stadteinwärts in die Richtung. So, also, ihr wisst ja jetzt bereits, von da sind wir kommen, hier und hier gehen wir hin. Und da schauen wir jetzt da vorne, 50 Meter haben wir ja gerade gesagt. So, da kann man es jetzt sehen. Klinikum Dritter Orden. Auf der linken Seite ist dann das Krankenhaus. Und so rechts geht stadteinwärts und rechts ist auch das Ding, bevor wir dann da auch rechts zum Botanischen Garten reinkommen. Das heißt also, da drüben das größere rechteckige weiße Gebäude mit dem Dach, oberem Dach. Und das da, das dürfte da das Krankenhaus Dritter Orden sein. Okay, wir gehen jetzt also Richtung stadteinwärts da. So, da habe ich jetzt um Erlaubnis gefragt, wegen dem Ding, und das werde ich dann demnächst auch machen. Und die Erlaubnis, ich habe eine Visitenkarte geholt da, dass ich da rein kann und filmen und Aufnahmen machen darf. So. So, da, aber wir stellen ein, Menzinger Straße 65. So. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade das Ding da und ich bin jetzt da beim Haupteingang vom Botanischen Garten da. Das ist jetzt ganz gut. Aha, eine Kollegin haben wir. Gut, Richtung Stadteinwärts auf der linken Seite,
Franz-Schrank-Straße ist das da drüben. Und da kann man es ja auch sehen, das Krankenhaus, der Dritte Orden. Aber das war ein Vormittag, wo man Richtung Autobahn zur Autobahn Stuttgart zur A8 gekommen sind. Und wir sind jetzt den ganzen Weg reingelaufen. Und auch da kann man ja jetzt sehen, ich war gerade jetzt auch auf der Anfrage nach dem Botanischen Garten, wie man reinkommen darf, wann man reinkommen darf. Ich habe eine Visitenkarte, die werde ich dann fotografieren und auch zu meiner neuen Homepage tun. So, überhalb der Bus dazwischen in der Menzinger Straße, auf der gegenüberliegenden Seite ist jetzt der Haupteingang Klinikum Dritter Orden Nymphenburg. Kann man da sehen. Wir kamen von da und gehen nach da, ins Zentrum, und links das blaue Haus da vorne, wo jetzt die Autos rausfahren und der Bus jetzt dann reinfährt, ist die Windrichring, und da kommen wir dann wieder hoch zur Dachauer Straße, aber der Bus fährt nicht so direkt mit dem 51er, sondern der fährt dann da ein bisschen um kleine Umwege über die Skagerrakstraße dann da, und das ist ein bisschen ein Umweg, kommt dann aber auch hinten rum wieder zum Bahnhof Moosach. Das ist alles da in die Richtung hinten drüben. Wenn man da jetzt eine Luftlinie, sage ich jetzt mal, 1,5 Kilometer, 2 Kilometer, ja, 1,5 Kilometer klang schon, dann sind wir hinten jetzt auf der Dachauer Straße. So. Also, es sind gerade links und rechts die Trambahnen, die 17er da gefahren. Wie gesagt, drüben ist die Windrichring und oberhalb, so 1,5 Kilometer, kommt die Dachauer Straße. Gehst über den Windrichring und die Dachauer Straße oben drüber, dann kommst du die Hanauer Straße zum Olympia-Einkaufszentrum. Und da ist eine Hochzeitgesellschaft da. Ja, schön. Und ein Ferrari, ein roter, fährt auch gleich mit. Und dahinter ein Mercedes. Aber geht uns nichts an. Und da ist der Poseidon, ein griechisches Restaurant. Und der Poseidon ist ja ein Meeresgott. Aber der Grieche hat gute Restaurants. Und ich denke mal, da werden wir demnächst auch reingehen. Und die Maria-Wartstraße habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, gegenüber vom Windrichring. Und jetzt fahren sie da die Hochzeitsgesellschaft auf der Menzinger Straße reinwärts, und dann kommt es zur Notburger Straße, und ich gehe jetzt dann da weiter rein, und dann schauen wir, dass wir am Nymphenburg-Kanal über die nördliche Auffahrtsallee raufgehen und dann rum und beim Schloss wieder links und dann die südliche Auffahrtsallee wieder runter, dann kommen wir in der Notburger Straße wieder raus. Also, die Menzinger Straße endet hier und hier beginnt auch dann die Notburger Straße, drüben ist die Dalarmi-Straße und linker Hand ist dann auch die Tizian und da vorne ist dann auch die Tizianstraße. Also das ist dann im italienischen Bereich drin auch 16, 17, 18. Jahrhundert, da wo halt Europa noch mehr in der Monarchie mit drin war, in der Barockzeit drin war und was es da alles mit dazu gehört, aber da kommen wir dann das nächste Mal mit dazu. Abgesehen davon, dass wir da jetzt wieder hinterkommen in die Waisenhausstraße. Denke mal, das ist der Turm von der Waisenhausstraße da, weil das ist ja auch, wie der Name Waisenhaus schon sagt, ein Waisenhaus gedacht gewesen. Und ich denke mal, das war zur Zeit vom Hitler da ein zentraler Punkt, aber das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Jedenfalls der Grund, Waisenhausstraße ist, kommt nicht von ungefähr. Hier die Bushaltestelle, da kommen wieder die Buslinien zusammen, die wo jetzt da auch zum Olympiazentrum rüberfahren, nach Schwabing rüberfahren, und die Trambahn ist da natürlich genauso da vorne, wo die rote Ampel jetzt da ist, oder die Ampel, wo rot hat, ungefähr 300 Meter. Da geht es dann wieder nördliche Auffahrtsallee, linker Hand, Richtung Richtung Rotkreuzplatz, wollte ich schon sagen. Und vom Rotkreuzplatz aus, da sind wir ja herkommen. Da vorne ist dann auch die nördliche Auffahrtsallee, und da gehen wir dann hinter nach Nymphenburg. Wir gehen jetzt die Straße davor. So,
da sind wir jetzt in der nördlichen Auffahrtsallee. Haus Wohnen am Schloss ist hier und dahinter ist die türkische Generalbotschaft. Da darf man aber wieder mal nicht filmen. Abgesehen davon, es standen gerade zwei Leute mit Auto drin und beide sind gerade weggefahren. Keine Ahnung, was das für Leute waren. Auf jeden Fall ist es jetzt hier die Menzinger Straße. Und der Metzgerwirt da drüben, der hat auch einen schönen Biergarten, den werden wir auch demnächst mal besuchen. Und hier ist die Ludwigbrücke oder Ludwig-Erhard-Brücke. Und da ist die nördliche Auffahrtsallee und die geht jetzt hinter zum Schloss Nymphenburg. Und das ist Menzinger Straße 1, also da. Das, wie gesagt, wir sind ja von der Menzinger Straße gekommen und da gehen wir jetzt hinter über die nördliche Auffahrtsallee. Das ist der Kanal, der wo auch hinter geht bis zur Blutenburg da und von Unterschleißheim, Oberschleißheim kommt da. Also der geht da so, ja, sage jetzt mal 20, 25 Kilometer hierher und der geht dann da in die Isar rein, da, wenn da weiter gehst. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Schloss Nymphenburg hinter. Hier die nördliche Auffahrtsallee oder nördliche Schlossrondell, so kann man das auch bezeichnen, denn da sind wir herkommen, Menzinger Straße vorne, der Kanal und ab hier beginnt das Rondell und das geht dann davor, man kann das ja sehen, wir sind jetzt im Schloss Nymphenburg und ich gehe davor und dann außen wieder rum, weil hinten in dem Park, wo wir dann zum Botanischen Garten kommen und bis hintere zum Blutenburg, ist dann ein anderes Mal aktuell heute nicht. Und über die südliche Schlossrondell und südliche Auffahrtsallee kommen wir dann da vorne bei der Brücke, bei der Franzbrücke wieder raus und kommen dann in die Notburga. Und auch zum Romanplatz, zum Romanstraße und zum zu den Barmherzigen Brüdern mit dem Ernährungszentrum und hinterhalb in der Romanstraße 96 oder 93 ist dann auch die Barmherzigen Brüder, also quasi Luftlinie so 200 Meter weiter vorne. Geht's noch weiter? So, jetzt kann man die nördliche Auffahrtsallee ein bisschen besser sehen. Jetzt bin ich direkt im Rondell und so hat man auch eine ganz gute Übersicht, was da alles bloß vorne zum Schloss Nymphenburg alles gehört. Da sind die Stallungen, die Wohnungen von den früheren Angestellten, auch heutigen Angestellten da. Da ist der Marschall-Ding mit dabei. Ich glaube aber, der ist auf der Seite herüben und da das gleiche nochmal, auch mit den bediensteten Wohnungen, wo dann die südliche Auffahrtsallee, südliche Rondell wieder zur Notburger Straße vorne geht, zum Romanplatz, Romanstraße und so. Also, ich weiß jetzt nicht, was da vorne passiert ist. Da steht der rote, der ASB, Allgemeine Samariterbund, da muss irgendjemand krank oder verletzt sein, was weiß ich. Jedenfalls, da vorne ist die südliche Auffahrtsallee Rondell, von da sind wir gekommen. Da geht es ringsrum, man kann also das Riesengelände im Vordergrund sehen und das ist der Ferrari, wo da gerade gekommen ist. Aber jetzt gehe ich nochmal da vorne und dann gehe ich da wieder zurück. Und jetzt ist es 7:05. Das heißt also, im Olympia-Einkaufszentrum, wo wir heute Morgen waren, kommt jetzt dann der Dieter Reiter und wahrscheinlich noch ein paar andere von der SPD und von der Prominenz. Ich denke, der Söder vielleicht auch. Ist ja wurscht. Wächst dem Amoklauf vor 7 Jahren. Weil um 17 Uhr hat ja das ganze Theater vor 7 Jahren begonnen. Aber anderes Thema, wir sind jetzt hier am Schloss Nymphenburg. Zu dem Teil, das ist jetzt da alles Nymphenburg und ich habe es ja heute schon gesagt, aber wir gehen heute nicht mehr rein. Das ist der hintere Teil von der Parkanlage Schloss Nymphenburg. Und das geht ewig weit hinter, über den Botanischen Garten bis hinter zu Blutenburg. Ob man das jetzt alles durchgehen kann, ist jetzt noch nicht ganz sicher, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, wir waren ja heute schon in Blutenburg hinten und ja, wir sind jetzt auf der Westseite hinten in der Blutenburg und das ist jetzt wieder, ja, am Nymphenburg und am Nymphenburg-Kanal, das ist jetzt schon wieder 3, 4,
5 Kilometer weiter westlich. Ah, östlich, Entschuldigung. Aber das Thema da hinten, das ist das nächste Mal. Man kann jetzt auch die Feuerwehr-Notdienst sehen, den Rettungsdienst so, und das ist auch die Hochzeitsgesellschaft, wo wir in der Menzinger Straße bereits reinfahren sehen, und da kehrt jetzt auch der rote Ferrari mit dazu. Also ich denke mal, das ist die Hochzeitsgesellschaft, wo da war, und ja, da will ich jetzt auch nicht großartig stören, weil sonst hätte ich gesagt, wir machen da ein paar Filme und schauen, dass wir reingehen können. Aber ich denke mal, das unterlassen wir mal heute und warten da einen anderen Tag ab. Gibt bestimmt wieder schöne Tag, wo man da näher reingehen kann, näher eingehen kann. So, also da oben waren wir. Wir sind jetzt da runtergekommen. Das Rondell von der südlichen Auffahrtsallee. Schlosswirtschaft Steige, da haben wir heute auch schon kurz ein Ding gemacht, einen Punkt gemacht. Und da südliches Schlossrondell. Und da die südliche Auffahrtsallee, wir kommen dann bei der Brücke wieder raus und in die Notburger Straße rein, Romanplatz und Barmherzige Brüder, das Krankenhaus da hinten. So, vorläufig Schluss. So, jetzt kaufe ich mir und genehmige mir eine schöne frische Maß beim Metzgerwirt in der Menzinger Straße, und den Rundgang, den habe ich heute ausführlich beschrieben. Und nach der Maß ist für heute Schluss, und dann gehe ich heim. So, also ich bin jetzt da wieder zurückgelaufen. Das heißt, ihr wisst ja, meine letzte Aufnahme war dann südliche Auffahrtsallee, und dann bin ich wieder zurück über die Brücke drüber und bin dann zu dem Metzgerwirt da rein, in den Biergarten. Da habe ich mir eine frische Maß Augustiner gekauft und einen guten Wurstsalat. Jetzt muss ich aber eins sagen, der war nicht gerade billig, aber auch nicht gerade der teuerste, aber dazwischen drin war er schon. Und dann wollte ich ursprünglich wieder zurück zum Rotkreuzplatz, aber ich mache es jetzt so, dass ich da die Menzinger Straße wieder zurück bin. Man kann da drüben auch wieder den Poseidon sehen. Hier ist der Windrichring, und den gehe ich jetzt rauf im Schatten, also links. Und ich gehe hoch bis zur Dachauer Straße, und jetzt weiß ich nur noch nicht ganz genau, weil an und für sich, aber hat sich ja der Plan heute schon mal geändert, gehe ich am Olympia-Einkaufszentrum vorbei, das heißt also, überquere die Dachauer Straße und gehe in die Hanauer Straße rein, dann komme ich wieder am Olympia-Einkaufszentrum vorbei, was ich ursprünglich ja nicht wollte. Aber ich denke jetzt einmal, jetzt ist es 18.25 Uhr, jetzt ist die Prominenz von Dieter Reiter und andere wieder weg vom Olympia-Einkaufszentrum. Hoffe ich zumindest. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt geht es da Straße rauf, und dann entweder gehe dann Fähre oder ich fahre Fähre und gehe dann über die Pelkhofenstraße beim alten Wirt vorbei. Sehen wir dann schon. Schauen wir mal. So, das da ist jetzt, wie gesagt, der Windrichring, wo ich gerade hergekommen bin. Und hier ist der Windrichring Ecke Allacher Straße, wo jetzt da dann auch der Bus gleich 200 Meter oder 100 Fußmeter weiter oben nach links in die Skagerrak reinfährt. Dann fährt er wieder 50 Meter weiter und dann fährt er wieder darauf. Das heißt also, ich gehe jetzt da den Windrichring weiter und komme dann oben bei der Dachauer Straße wieder raus. Und dann habe ich die Möglichkeit, wie ich es vorhin gesagt habe, entweder über die Dachauer drüber und in die Hanauer Straße rein, komme beim Olympia-Einkaufszentrum vorbei, oder aber ich gehe links die Dachauer Straße entlang, gehe vor die Dachauer Straße bis zur Pelkhofenstraße, Ecke Alter Wirt, und dann zum Bahnhof Mosach. Alternative 1, Alternative B. Ich gehe über die Pelkhofenstraße vor bis zur Hanauer Straße und gehe dann wieder links und komme dann beim Olympia-Einkaufszentrum wieder raus. Also das werde ich jetzt an mir noch überlegen, wie ich das da machen soll, denn langsam will ich heim. So, also, ich bin immer noch Windrichring und habe jetzt die Gabelung Windrichring Ecke Hugo-Tröntle-Straße.
Die Hugo-Trentle-Straße geht jetzt da links den Ding und geradeaus rüber. Beide enden oben an der Dachauer Straße. Ich gehe jetzt aber da den Hugo-Tröntle-Ring, ist etwas länger der Weg, weil ich komme dann oben bei der Dachauer Straße wieder an die Hugo-Tröntle-Straße. Und das ist dann da, wo die Stadtsparkasse München meine Filiale ist. Bloß zur Information. Also ich gehe jetzt den etwas längeren Weg und gehe dem Windrichring nach, weil drüben über der Dachauer Straße die Hanauer Straße, dann komme ich genau zum Olympia-Einkaufszentrum. Aber ich denke, ich werde es nicht machen. Ich denke, ich werde es nicht machen. Ja. Jetzt ist hier der Hugo-Tröntle-Weg. Das ist der Beleg dafür, damit ihr seht, wenn ich jetzt da den Windrichring da entlang geht, dann komme ich bei der Dachauer Straße oben wieder in die Hugo-Tröntle-Ring. So werden wir das machen. Also, mit oben an der Dachauerin, geh oben links und komm dann wieder da raus. Alles klar? Hugo Tröntle. Dachauer Ecke, Hugo Tröntle. So, also, das ist der Windrichring. Den sind wir raufgelaufen. Und wie ich es gesagt habe, Dachauer Straße links, rechts. Und drüber ist die Hanauerin, die Hanauer Straße. Und das ist die Dachauerin. Und vorne rechts komme ich dann zur Feld-Mohinger-Straße und noch weiter rechts zur Pellkofen-Straße. Und da an der Pellkofen-Straße ist dann der alte Wirt. Ich kann jetzt drei Möglichkeiten, hier über die Hanauerin beim Olympia-Einkaufszentrum oder aber da vorne die Feld-Mohinger oder die Pellkofen-Straße. Alle drei Varianten sind mehr oder weniger die gleichen Varianten von der Strecke her. Ist eigentlich kein großer Unterschied mehr. So, da drüben die 20er in die Innenstadt und die 20er nach Moosach. So Leute, Dachauer Straße, ich bin jetzt gerade über die Hugo-Tröntle rübergegangen, weil da, wo jetzt das grüne Lichtlein brennt, ist der Übergang von der Hugo-Tröntle zur Dachauerin, weiß ich ja von der Dachauerin auch, und da kann man sie auch sehen, Hugo-Tröntle-Straße. Und wenn ich jetzt da runter gehe, ich denke mal so ein Kilometer oder anderthalb, ihr wisst, ist der Windrichring. Und ich habe euch gesagt, ich gehe jetzt rechts weiter entlang den Windrichring und nicht die Hugo-Tröntle entlang rauf. So, und da der Turm, der gehört bereits zur Stadtsparkasse München, beziehungsweise der gehört zu dem Grundstück damit dazu. Und da ist ein Grundstück für die soziale Menschen, die wo jetzt ja, Hilfe und mehrere Sachen in Anspruch nehmen müssen, wo auch behindert sind und wo ja, jetzt da Schwierigkeiten haben mit der Inklusion und was da alles. Das ist die Gaborstraße oder der Gaborweg. Das ist aber dann auch wieder ein Ding, wo dann da hinten drinnen, hinter der Kirche dann so ist. Ich gehe jetzt da weiter. Die Dachauerin bei der Ampel vorne ist der alte Wirt und ist die Pellkofenstraße. Über die Pellkofenstraße drüber komme ich in die Straße, wo dann am Bahnhof links geht, zum Mosacher Bahnhof, und da, wo jetzt zwischendurch geht, da fährt dann die Trambahn, die Linie 20, das ist soweit jetzt weiß, die Bauberger Straße, die wo sie oben am Ding da wieder treffen dort, wo dann der Mosacher Bahnhof ist, die S-Bahn, und dann ist auch das, ja, das Einkaufszentrum, die Einkaufspassage da. Und da oben kommt dann der 51er Bus dann wieder rein zum Bahnhof Moosach. So, und ich werde jetzt da vorgehen und bei der Ampel vorne werde ich rechts die Straße entlang gehen und dann zur Pellkofenstraße und von der Pellkofenstraße in die Feld-Mohinger Straße rein, weil da hinten bei der Tankstelle ist eine Straße, eine Kreisstraße, die geht da in die Feld-Mohinger und die geht dann oben rauf und die gabelt sich dann wieder mit der Triebstraße, beziehungsweise nicht mit der Triebstraße, sondern
mit der Leberblümchenstraße und der S1, der S-Bahnhof Fasanerie. So, weil da geht es dann auch weiter mit der S-Bahn von Mosach Bahnhof mit der S1 zur Fasanerie, eine Haltestelle. Die S1 geht dann weiter bis nach Freising und der erste Teil, der geht dann zum Flughafen nach Neufahren, zum Flughafen, zum Airport und da ist der Zug immer in zwei Teile, der hintere Teil über Neufahren, dann über nach Freising zum Flughafen und der andere, der erste Teil, führe nach Freising. Aber da kommen wir jetzt heute nicht mehr dazu. Ich schaue jetzt, dass ich so langsam heimkomme. Also von so nach so und das kann man jetzt sehen. Stadtsparkasse München, Hugo-Tröntl-Straße. Ging es ruhig weiter, kein Problem. Und da gehen wir jetzt vor bis zur Ampel, Peilkofen und dann Alte Wirt vorbei und dann in die Waldmochinger Straße links weg und dann oben bei der S-Bahn in die Leberblümchenstraße und von der Leberblümchenstraße heim, habe ich ja bereits gesagt. Also, das ist das Gasthaus Alter Wirt. Ist eine Traditionswirtschaft hier in München, Mosach, aber der Alte Wirt Mosach, weil in Alten Wirt gibt es in München einige Male und das ist der Alte Wirt Mosach. Die Dachauer Straße, von der bin ich gerade gekommen, ich habe sie gerade überquert. Und ja, wie gesagt, da geht es dann hintere und da geht die Dachauer Straße weiter. Ich bin jetzt da in der Peilkofenstraße und unter der Unterführung, unter dem Haus da durch, da kommen wir die Jakob-Buchenauer Straße, aber die ist uns wurscht. Wir gehen jetzt davor und dann kommen wir bei der Feldmochinger Straße raus und in die Feldmochinger Straße gehen wir links hoch, weil es ist so langsam Zeit zum Heimgehen. Und um 20.15 Uhr kommt im ZDF die Giovanni Zarella Show und die will ich nicht verpassen. Und dann bin ich für heute fertig. So, also die Peilkofenstraße ist da vorne, dann die Dachauer Straße und wenn man dann rauf geht zum Mosacher Bahnhof, wo jetzt auch dieser K35 oder X35 Bus hinfährt, das ist der Mosacher St. Martinsplatz. Da werden auch verschiedene Feste abgehalten. Unter anderem auch von der SPD und ja, kirchliche Feste natürlich auch mit dem Mosacher Maibaum. So. Davor die Peilkofen, wir kommen dann bei der Olympia-Einkaufszentrum in der Hadaer Straße wieder raus. Und ja, darüber geht es jetzt dann in die Feldmochinger Straße, das müsste da bei der Ampel jetzt sein. Und die Feldmochinger Straße, die gehen wir jetzt rauf. Und da vorne ist auch ein Wirtshaus, bei dem wollte ich im vergangenen Dezember nur anfangen zum Arbeiten. Aber ist leider nichts draus geworden. So Leute, die Peilkofenstraße komme ich her. Ich habe gesagt, die Feldmochinger Straße und das ist der eine Teil. Rechts geht zur Dachauer Straße runter, wo ich eigentlich vorhin euch vorgeschlagen habe. Aber ich wollte euch ja das andere mit der Hugo Tröntl und mit der Stadtsparkasse auch noch zeigen. So, wir überqueren die Peilkofenstraße. Und da sieht man es jetzt wieder, die Feldmochinger Straße, Oberschleißheim, Feldmoching. Und die Wirtschaft, die Spiegelwirt, das habe ich gemeint, da wollte ich im Dezember voriges Jahr, also 22, noch fragen und arbeiten. Und dieses Lokal, das saugt jetzt gut aus, das war früher eine Bruchbude und das ist jetzt renoviert, wahrscheinlich auch neue Wirte droben. Aber ich muss euch sagen, wir gehen da auch mal rein und trinken mal das Bier. Wir gehen jetzt darauf, die Feldmochinger Straße entlang, oben bei der Leberblümchenstraße, wo es zur S-Bahn S1 geht. Da gehen wir dann die Leberblümchenstraße rechts runter zum Linus Funkeweg. Und dann habe ich es für heute geschafft. Endlich. So, jetzt ist es doch so ziemlich der Schluss, weil hier die Feldmochinger bin ich gekommen. Ich gehe jetzt da nicht mehr lang, weil die Feldmochinger überquert jetzt die S-Bahn. Und die S-Bahn ist die S1 und da fahren auch die Regionalzüge nach Passau und Nürnberg. Und wenn man die Straße entlang weitergeht, entlang der S-Strecke, weil die macht jetzt so eine S-Kurve da, und dann geht sie hintenrum weiter, du kannst also bis nach Feldmoching kommen.
Und das geht dann unter Schleißheim, Oberschleißheim, da geht es dann in die Richtung weiter. Und jetzt macht die Schranke gerade wieder zu, weil jetzt kommt wahrscheinlich dann die S-Bahn und eine von den S-Bahnen entweder in die Stadt rein oder die Stadt auswärts nach Neufahren, nach Flughafen, Airport und Freising. Weil die S1, der hintere Teil, fährt dann zum Flughafen Airport, zum Airport. Und der andere Teil, der vordere Teil, der fährt nach Freising weiter. Oder aber es fahren die Züge von Nürnberg oder Passau, die wo auch die Strecke benutzen da. So, also, ich gehe jetzt dann da weiter. Das ist die Einbahnstraße neben der Niederalteicher, nicht rein, da könnt ihr auch reingehen, aber da die Einbahnstraße entlang der Leberblümchen zur Rainerstraße in die Linus-Funke-Weg und dann vor zur Linus-Funke-Weg 8. Dann Hause, heute ist Feierabend, wir kommen dann zum Giovanni Zarella im ZDF und die Nachrichten kommen später.